So, guten Morgen allerseits. Sonntag, der 18. August 2013 um 7 Uhr und 33 gleich. Schauen wir uns mal das wunderschöne Morgenbegrüßungsspektakel im Himmel an. Es ist halt richtig neckisch. Machen wir erstmal Zoom und dann. Das ist richtig geil. Wenn ich das sehe, durch die ganzen Verschiebungen, sage ich mal, da oben ist gedeckelt von Bariumtitanat. Das wird ja das Mikroskop mit einem sicherlich auch verraten. Weil Bariumtitanat hat diese Strukturen da oben. Wer das nicht weiß, der sagt, das sind Wolken. Ne? Ist denn so, wenn man das eine mit dem anderen kreuzt? Ist dann wie bei Monsanto mit seinem Genzeug, die kreuzen ja auch nur. Da gibt es dann diese diversen Leute hier, die wieder fliegen, mal aufhören, mal wieder hinterlassen. Ja, Akku sagt leer. Gut, dann mache ich mal kurz Pause und wechsle den Akku. So, Akku gewechselt. Wie weit ist der Flieger? Ja, nicht schön durch den Antennenwald da oben. Ist nicht allzu scharf dran, schätze ich mal. Oh, der ist richtig dicht am Arsch. Nein, der steht nicht, der lässt sich nur Zeit. Ja, so schön schaut das denn aus. Da wo keine Wolken sind, also da wo ja für euch Wolken sind, werden komischerweise keine Streifen stehen, ne? Ach ja. Wer nicht gelernt hat, so etwas zu genießen, ist selber schuld. Das ist eine Musterung da oben, die muss man sich einfach anschauen, um diverse Dinge verstehen zu können. Das wird sich dann in Kürze sicherlich rasch auflösen, dann verteilen, weil wenn die Sonne nämlich höher kommt, dann wieder ein anderer Effekt eintreten wird. Und da oben sind keine Winde, nein. Nichts mit Wind zu tun. Ist man eigentlich gekauft. Luftmassen mit Grenze sind Scheiß. Das ist Physik. Chemische Physik. Dann legen wieder Calcium aus. Ein bisschen Calciumchlorid, warum denn nicht? Das wird die Mischung. Warum sage ich das? Weil ich das weiß. Man das am MIG dann nachweisen kann, in den Inhaltsstoffen der Luftfeuchtigkeit. Das sind die Hauptmerkmale. Und das andere ist, jetzt kommt mal dieses, seht ihr, einmal, keinmal. So wie hier zum Beispiel. Das sind diese Stop and Go. Dieses pulsierende Spritzen. Jo, schau mal, wie es dort weitergeht.
So, wie schaut es im Norden und im Osten aus, wo die Sonne scheint? Ein ähnliches Spiel, aber nicht ganz so scharf. Hat das seine Gründe. Weil damit die Sonne da nicht schön hinkommt. Und dann was anderes passiert, chemisch. Die Sonne. Das ist der Streifen von hinten, von der Südseite. Lecker. Gut, so viel zu euch und einen schönen Sonntag. Ernsthaft. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. Sag mal, hört ihr euch eigentlich manchmal selber zu beim Lügen, beim Verschleiern eurer Pläne, beim Verarschen und Betrügen? Habt die Lösung für Probleme, habt Reformen, habt den Plan, um den ganzen Kanon unser Leben an die Wand zu fahren? Was geht ab in euren Köpfen? Ist es wirklich nur die Macht, die euch zu Henkern, Ketzern und Mördern macht? Warum lügt ihr und verschleiert? Warum seid ihr so bescheuert, dass ihr euch feiert wie die Helden in euren Palästen eingemäuert? Habt mit Panzerlimousinen finanziert von unserer Steuer, sitzt wie Kaiser in Berlin und denkt, ihr seid unser Befreier. Habt den Masterplan für die schöne neue Welt und es ist doch scheißegal, ob er uns gefällt. Neue Gesetze und Paragraphen, neue Lügen für die Massen, neue Produkte für die Sklaven und die Herrenlosen in eure Haftanstalt, Welt, der man nicht entkommen kann. Wer sich wehrt, wird eingesperrt sein Leben lang. Vernichtet und zerstört durch eure Pressepropaganda. Und der dumme deutsche Bürger stellt sich dann an den Pranger. Und euer Planer geht nicht auf, denn auf die Masse ist Verlass. Gibt ihm Brot, gibt ihm Spiele und sie lieben diesen Knast. Gibt ihm Fernsehen und Geld für die kranken Gelüste. Und sie feiern eure Welt der überwachten Terroristen. Und sie zahlen und dienen und stellen die falschen Fragen, ohne eigentlich mitzukriegen, was passiert in diesen Tagen. Endzeitstimmung und das Ende ist in Sicht. Dschihad schon seit Jahren, doch das glauben sie nicht. Den Krieg sieht man nicht, wenn man die Augen verschließt. Und der Terrorist bedroht den Kapitalist. Und der Politiker, der Zionist, der die Flagge der Lobbyisten hisst. Und sie schuften sich krumm, doch sie werden nicht reich. Und man hält sie dumm, so dass keiner begreift. Und führt sie herum im endlosen Kreis. Und züchtet sie stumm, damit keiner schreit. Verspricht ihnen Gewinn und klaut ihnen Zeit aus ihrem Gehirn, das irgendwann streikt. Und gibt das Tabletten gegen die Depression. Und Psychologen für die Menschen voller Hass und der Strom. Erschaffen sie ihr neuartiges Hightech-Rom. Mit Kameras, Verichip und Überwachungsdrohnen. Sicherheitsverschärfung in den Land, in dem wir wohnen. Und der ganzen EU und der Welt sowieso. Vollgas Richtung neue Weltordnung. Totale Vernetzung und technischer Vorsprung der Waffen und Bomben und Kriegsspielzeughortung zur Kontrolle der Massen oder Ausrottung der Feinde, der Ziele, die sehen, was da kommt. Und egal wie viel alles wert, wird gebombt. Endzeitstimmung und das Ende ist in Sicht. Dschihad schon seit Jahren, doch das glauben sie nicht. Den Krieg sieht man nicht, wenn man die Augen verschließt. Und der Terrorist bedroht den Kapitalist. Und der Politiker, die dem Zionist, der die Flagge der Lobbyisten hisst. Krieg im Irak, Krieg in Palästina, als würden sie opfern wie satanische Diener. Alles finanziert von den großen Strippenzieher, den allmächtigen Herrschern der Konsumsklaventiere, der Kaufhausgeneration, der McDonalds-Konsumenten, der Internetkunden und der Handy-Abonnenten. Kranke BRD, pah, Demokratie, Scheindiktatur, der EU nenne ich sie. Hirnlose Sklaven der allmächtigen Lobby, Invasion, Unterdrückung und Krieg ist ihr Hobby. Zionistische Ideologie, finanziert durch eine blutgetränkte Maschinerie. Aus Hirn amputierten Ja-Sagern und Kranken, die alles nur nachlabern und sich auch bedanken. Verführung und Schutz und Manipulation der Gedanken, selbstständiges Denken schon lange nicht mehr vorhanden. Nur noch konditioniertes Sein und keine Seele, ich verstehe das nicht, eure endlose Lehre. Endzeitstimmung und das Ende ist in Sicht. Dschihad schon seit Jahren, doch das glauben sie nicht. Den Krieg sieht man nicht, wenn man die Augen verschließt. Und der Terrorist bedroht den Kapitalist. Und der Politiker, die dem Zionist, der die Flagge der Lobbyisten hisst. Endzeitstimmung und das Ende ist in Sicht. Dschihad schon seit Jahren, doch das glauben sie nicht. Den Krieg sieht man nicht, wenn man die Augen verschließt. Und der Terrorist bedroht den Kapitalist. Und der Politiker, die dem Zionist, der die Flagge der Lobbyisten hisst.